Ja, herzlich willkommen aus dem Mothergrid Studio, sagt Markus Filmsmann heute an einem wieder etwas heißen Nachmittag. Man sieht, ich sitze hier in meiner Blechbüchse und die Sonne hat es schon wieder kräftig aufgeheizt. Aber soll mich nicht davon abhalten, auch heute wieder einen Livestream rauszuhauen. Ich kriege jetzt noch eine Nachricht auf Facebook, das schalte ich mal schnell stumm. So, und heute habe ich im Interview Arne Detaz, der letzte Woche mit der Nachricht rausgekommen ist, dass er jetzt für das Audio unterwegs ist, und das war für mich Grund genug, ihn gleich mal zu einem Gespräch hier zu verhaften. Und da sage ich Hallo nach Troisdorf. Arne. Hallo Markus. Vielen Dank für deinen... Immer gern, immer gerne. Vielen Dank. Ich wollte jetzt dazwischen fragen, ob Troisdorf, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Als ehemaliger... Absolut richtig. Die meisten sagen ja Troisdorf, aber du scheinst dich im Rheinland auszukennen. Es heißt Troisdorf. Ja, da gibt es ja das Blue Noise Studio, war ja da. Guido Lukas, legendärer Gitarrenkrach-Produzent, der leider schon verstorben ist. Ja, aber genau, das ist nur am Rande. Ja, Arne, jetzt das Audio in Spanien. Du scheinst dich auszukennen mit patriarchalisch organisierten südeuropäischen Unternehmen, die noch vom Firmengründer mit dem Ring am Finger sozusagen geführt werden. Die Umstellung war jetzt also sozusagen, zumindest was das angeht, nicht allzu groß, nehme ich an. Ja, wobei, ich meine, solche Faktoren haben definitiv auch eine Rolle gespielt bei der Wahl für meine Zukunft. Und da muss ich sagen, es ist bei den Spaniern dann doch jetzt schon ganz anders, weil zum einen ist es ein reines Familienunternehmen. Das war es vorher nicht. Und zum anderen hat dort der Generationswechsel schon stattgefunden. Also der Patriarch, den du gerade erwähnt hast, ist zwar noch Eigentümer der Firma, nimmt aber am operativen Geschäft nicht mehr teil und hat mehr oder weniger schon den Stab an seinen Neffen übergeben, der auch gleichzeitig Chefentwickler ist. Okay, und das heißt aber, da sind noch überhaupt keine Investoren oder das ist alles noch fest in Familienhand und alle Entscheidungen werden im Haus getroffen sozusagen? Genau. Das war für mich auch einer der Punkte auf der Plusseite, die mich zu der Entscheidung geführt haben. Vielleicht ein bisschen aus der vergangenen Erfahrung heraus irgendwie war mir das einfach neben vielen anderen Punkten sehr sympathisch, und auch, dass der Generationswechsel stattgefunden hat und die beiden Jungs, die den Laden da jetzt schmeißen, in Spanien so plus minus mein Alter sind, das waren alles so Sachen, die mir gut gefallen haben. Um das Audio war es ja in Deutschland relativ ruhig geworden in letzter Zeit. Wo haben die denn ihr Geld verdient auf der Welt in den letzten Jahren? Ja, das Audio hat seinen Schwerpunkt schon immer, glaube ich, so ein bisschen in Südamerika gehabt und die letzten 10 Jahre auch in Amerika sehr erfolgreich. Asien hat sich noch dazu entwickelt. Zentraleuropa war irgendwie unterbelichtet bisher. Die genauen Gründe kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube, wenn du halt in manchen Märkten sehr erfolgreich unterwegs bist und den Schlüssel dann zu anderen Märkten nicht unbedingt findest, ja, dann schiebst du das halt vor dir her. Man hat ja doch auch hier in Deutschland immer wieder nach Vertriebspartnern gesucht. Aber es gibt ja auch nicht mehr so richtig viele reine Pro-Audio-Vertriebe, wenn ich jetzt nicht mit einer eigenen Niederlassung präsent sein kann oder möchte. Und das macht es, denke ich, halt auch schwer. Ich habe mich ja, nachdem das passiert ist mit meinem vorherigen Arbeitgeber, brauchte ich so ein paar Wochen, um mich zu sammeln, habe mich dann mal vor den Rechner gesetzt und geguckt, ja, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich für mich? Und wenn man das mal macht, dann fallen einem ja eine ganze Reihe an Herstellern auf, die international zwar recht erfolgreich sind, aber hier in Deutschland eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und dazu gehört da halt auch das. Du hast ja bestimmt auch eine Marktanalyse jetzt betrieben, erstmal, wie der Markt aussieht. Wie schätzt du denn den Audiomarkt im Moment ein? Also es gibt ja im Touring zumindest, gibt es ja zwei große Hersteller, die das im Prinzip unter sich ausmachen, aber im Installationsmarkt sieht das noch ein bisschen anders aus. Und in letzter Zeit treten ja auch wieder vermehrt neue Player auf den Markt, denen man eigentlich ganz gute Chancen zusprechen würde. Ja, gut, also der Touring-Markt, ich meine, ich war ja mit meinen vorherigen Marken auch nicht im Touring-Markt unterwegs, sondern hauptsächlich, wenn wir jetzt über den Rental sprechen, in dem Markt der lokal agierenden Rental-Unternehmen. Ich finde diesen Begriff immer ganz passend. Und ich glaube, ich meine,
Ich denke, es wird sich jetzt auch durch die Krise noch mal einiges verändern, auch im Touringmarkt. Aber Chancen sind immer da. Es gibt genug Kunden, die auch was anderes wollen. Es gibt genug Kunden, die andere Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, da kann jeder mit einem guten Angebot einfach seine Chancen wahren. Mit welchen Argumenten konnte denn das Audio bei dir punkten? Weil du hast mir vorhin erzählt, es gab auch durchaus andere Angebote, aber du hast dich letztendlich für das Audio entschieden. Was waren denn da so die ausschlaggebenden Gründe für dich? Ja, ich habe einfach in meiner vorherigen Tätigkeit gelernt, von welch großem Wert es ist, wenn man sehr viel selbst im Haus macht, insbesondere auch die Transducer. Habe gelernt, welche großen Vorteile das bringt, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Produktqualität. Und das ist bei den Spaniern einfach sehr, sehr ähnlich. Die haben eine eigene Chassisentwicklung, die haben eine eigene Elektronikentwicklung und Fertigung, die haben eine eigene Holzfertigung. Ich habe, glaube ich, jetzt die Tage rund 900 Artikel ins Warenwirtschaftssystem hochgeladen und davon waren weniger als 70 nicht aus Spanien. Ich denke, das ist eine Aussage, was die Firmenpolitik angeht. Und da glaube ich einfach dran, dass das einen sehr hohen Wert hat. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Du hast gesagt, das Produktportfolio ist etwas amerikanisch geprägt. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Naja, ich meine, ne, wenn die Jungs waren einfach schwerpunktmäßig in Amerika und Südamerika unterwegs die letzten Jahre. Und dann bekommst du natürlich auch die entsprechenden Rückmeldungen aus dem Markt, was die Bedürfnisse sind. Und das spiegelt sich dann einfach im Produktportfolio wieder. Das sehe ich natürlich jetzt auch für mich als eine der wichtigsten Aufgaben, da jetzt die Impulse zu setzen, dass die Produkte, also sie sind jetzt nicht inkompatibel zum europäischen Markt, aber ich sag mal, aus meiner Sicht heraus gibt es Lücken einfach, die für den europäischen Markt wichtig sind zu füllen. Und das wird natürlich eine interessante Aufgabe sein. Und da bekomme ich auch schon positive Signale zurück, wenn ich Input liefere von den Spaniern, dass wir da einfach, ja, das Angebot noch etwas schärfen für Europa und für Deutschland insbesondere. An der Stelle mal auch ein Hinweis an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in den Chat auf YouTube oder Facebook. Ich kann mittlerweile zwei Live-Chats gleichzeitig verfolgen. Also wenn es Fragen gibt, Anmerkungen, immer her damit. Ja, und jetzt haben wir ja gerade diese ganze blöde Sache mit der Pandemie an der Backe. Wie ist es denn im Vergleich zu Firmen, die jetzt schon am Markt waren und die ja dann praktisch jetzt Fördergelder oder Ausgleichszahlungen beantragen können, basierend auf den Umsätzen von 2019, mal ganz grob gesagt irgendwie. Wie ist es dann für dich jetzt, wenn du mit einem Unternehmen ganz frisch jetzt an den Markt gehst? Ist es dann nicht ungleich schwieriger, da jetzt Fuß zu fassen? Weil ich nehme an, da gibt es jetzt keine Förderung, weil es ja auch keine Umsätze gab, die verloren gegangen sein könnten. Nee, Förderung, also pandemiebedingte Förderung gibt es sicherlich nicht. Ich habe mir zwei, drei Sachen angeguckt. Es gibt ja mittlerweile auch vom Land NRW und so weiter gibt es relativ viele Förderungen für Digitalisierung. Da habe ich jetzt mal ein, zwei Sachen ins Auge gefasst, weil ich mir auch fest vorgenommen habe, das Thema B2B-Vertrieb nochmal ein bisschen auf ein neues Level zu heben. Jetzt hier in so einer kleinen Struktur fällt das natürlich alles viel, viel leichter, als wenn man in so einem riesen Räderwerk ist, mal ein paar Ideen umzusetzen, auch die schon jahrelang in mir geköchelt haben. Da freue ich mich jetzt auch drauf, dass es da Möglichkeiten geben wird, mal ein paar Dinge neu zu gestalten beim Thema Kundenservice. Das war auch einfach eine Sache, die sich einfach bei den Spaniern mit meinen Vorstellungen extrem gedeckt haben. Also die generelle Sicht auf den Kunden, die Wertschätzung des Kunden und auch die Wichtigkeit von gutem Kundenservice. Und das ist natürlich dann auch, wenn das schon vom Mutterwerk so gedacht wird, einfach eine super Steilvorlage, das dann hier im Markt ganz konkret für die Kunden umzusetzen. Also da wird es sicherlich Möglichkeit geben. Ansonsten habe ich natürlich jetzt im Vergleich auch zu meiner vorherigen Tätigkeitsstelle einfach den Vorteil, ich starte unter diesen Bedingungen.
Also ich werde jetzt hier erstmal mit einem ganz kleinen Team starten von 2,5 bis 3 Leuten, so lange, bis wir irgendwie absehen können, dass das kleine Licht am Ende des Tunnels, was wir ja momentan schon alle sehen oder hoffen zu sehen oder auch hoffen, dass es nicht erlischt, bis wir dort angekommen sind, bis sich das irgendwie ein bisschen konkretisiert und man wieder hoffen kann, dass der Markt wieder zurückkehrt zu halbwegs normalen Verhältnissen. Wunderbar. Arne, da würde ich sagen, wünsche ich dir viel Glück und Erfolg bei der Neuetablierung von Das Audio in Deutschland. Das war Arne Dieterz, frisch gebackener Geschäftsführer der Das Audio Deutschland GmbH aus Troisdorf. Und Vielen dann Dank, Markus. danke, Arne, für das Gespräch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch noch einen Daumen hoch da. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Livestream wieder reinschaltet, und verabschiede mich jetzt in den Feierabend, in den frühen Feierabend. Bis dann. Tschüss.